irgendwann hat man ein rundes Zelt, irgendwann hat man eine Zirkuszeitung, irgendwann hat man statt Tischen auch Buden draußen am Jahrmarkt. Es war für mich die schönste Zeit, wenn wir Zirkus hatten, und dann wollte ich auch immer ganz und gar Zirkusartist sein in diesen Wochen. Arise like fire out of the darkness into light. Schon 1991 beim ersten Mal war der Zirkus eine große Sache mit weit über 10.000 Besuchern. Arise like fire into a new world, day into a dream. Das Rabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien ist eigentlich ein ganz normales Gymnasium, ein sprachliches Gymnasium. Seit 1985 bin ich hier Lehrer und ich habe heute noch das Gefühl, dass ich damals zur Erholung hergeschickt wurde. Die Schüler sind nett, das Klima ist einfach wunderschön, fast so schön wie die Landschaft um St. Ottilien rumherum. Und alle drei Jahre verwandelt sich dieses sprachliche Gymnasium in eine Zirkusschule. Seit 1991 gibt es den Zirkus und über 600 Schüler sind beteiligt. Und die Artisten, auch über 300, treffen sich dann schon ein Jahr lang jeden Freitag in der Turnhalle, um ihre Nummern vorzubereiten. Wir haben heute unseren Stand aufgebaut. Ich bin beim Infostand
bin in der Getränkebude, bin beim Einlass, ich bin ein Allrounder. Weil wir haben 10 Sekunden noch Luft. Okay? Aber seid nicht so hippelig, dass er da verdeckt, ich muss hinter dem anderen her. Den Gefrierschrank anmachen, machen wir jetzt erstmal. Der muss jetzt warm laufen, dass der kalt ist. Warm laufen? Ja. Wir machen die Milchshake-Bude. Leute, Mönche, raus, Musik an! Wir sind die Früchtebecherbude. Wir haben nur Becher, 500 und noch keine Früchte, noch keine Müllbeutel, noch keine Handschuhe, noch nichts. Also eigentlich haben wir noch nichts, aber es kommt schon noch. Nehmen wir einen Deckel, haben was für unten und dann schick und dann inzwischen eine Portion Früchte und dann schmeckt's gut. Nudelbude, beste Bude hier auf dem Zirkus. Wir sind gerade am Einräumen, dekorieren, es wird schon. Probe gespielt und ich bin sehr zufrieden. Läuft. Das Wetter passt, die Leute sind alle hoch motiviert, die Technik stimmt, unsere Backstage-Crew funktioniert 1A. Die Artisten haben ein Jahr lang geprobt und stehen da wie eine Eins. Also es steht einer gelungenen Premiere nichts im Weg. Ich freue mich auf diesen Zirkus. Ich glaube, das wird der entspannteste Zirkus, den wir bisher hatten. Thank you.
Wir haben heute Tag 2. Wir sind zwar alle noch schon ein bisschen kaputt, das macht immer noch top Spaß. Und im Artistenzelt gab es wunderbares Essen von den Ottavianer Eltern. Sehr, sehr cool. Der Zirkus ist top. Wie sind denn so die Antworten der anderen Menschen? Was gibt es denn noch? Gibt es Leute, die sagen einzigartig? Ja, gut ist er auf alle Fälle, oder? Spektakulär, schon ein großes Wort, ne? Einzigartig ist er wohl ohnehin, das wissen wir ja schon. Großartig könnte schon sein, ja. Veit, how can I help you? Hast du denn Veit schon gefragt, wie er den Zirkus findet? Sehr schön. Veit ist eine große 10-tägige Party hinter der Bude. Genau. Und für den Herrn Tal, oder? Eine große 10-tägige Belastung vor der Bude. Und in der Bude. Weil sie so hart arbeiten. Heute ist Montag. Wir haben gerade irgendwie ein Problem mit dem Regen. Also der Regen ist echt scheiße. Unser Glücksrad wird sonst nass und jetzt haben wir es unter einen Baum gestellt neben unsere Bude. Sonst gehen die Zettel ab vom Glücksrad und dann geht das Glücksrad kaputt. Ja. Also der Herr Metz, der hat heute Morgen entschieden, dass er Vater wird. Jetzt ist er im Krankenhaus und kriegt seinen Sohn. Der Markus, der rockt das jetzt. Der Sohn von Herrn Metz heißt Milan. Bitte alle gescheit mitsingen. Happy Birthday für Milan. Also Martin, jedenfalls alles Liebe, alles Gute und hinterlassen wir den Zirkus auch in einem guten Zustand. Ich bin Mitglied im Backstage-Team und wir befinden uns hier gerade im Backstage-Zelt. Vor der Vorstellung machen wir jeden Tag die Pläne. Also wir haben für jede Nummer haben wir so eine Folie. Da sieht man drauf eben so Kästen, Matten, was braucht man alles. Und die wird vor der Vorstellung eben in der richtigen Reihenfolge sortiert, dass wir dann vor jeder Nummer wissen, wann die dran ist und was eben für die Nummer schon im Voraus hergerichtet werden muss. Ansonsten werden auch so Kleinigkeiten abgestimmt, wie wer macht Vorhang etc. Ja, und das war's dann eigentlich. Dann kann es eigentlich losgehen. Also wir sind im Zirkusbüro, wir kümmern uns um die Mitarbeiter, koordinieren die Sanitäter und die Feuerwehr. Wir verteilen die Gutscheine eben auch. Und wir kümmern uns auch um die Müllsammler und Parkplatzeinweiser, dass hier alles nach Plan läuft. Ich bin Artist. Nee, ja, ich mache Technik. Das gibt ja einmal Ton dafür, einmal Licht. Das sind halt praktisch unsere Themenbereiche. Ansonsten gibt es halt auch Leute, die da hinten in der Backstage sind und dann halt verkabeln müssen. Also Headsets oder Mikrofone geben. Strom ist ja auch ein wichtiges Thema beim Zirkus. Ein Problem, ein sehr großes Problem ist dabei, dass wenn es regnet, dass was nass wird. Und dann fliegen halt die Sicherungen und der Strom fällt halt aus.
Also der Zirkus ist super geil, muss ich jetzt mal so sagen. Man hat immer frei. Also wenn du das jetzt halt aufnimmst, ne? Also ich abonniert mich auf Tracker 801, okay? Und außerdem hat man, wenn man keinen Auftritt hat, auch frei. Und wenn man einen Auftritt hat, hat man die ganze Zeit auch frei. Und man muss nur zu seinem Auftritt da sein. Das ist perfekt. Also ich würde auf jeden Fall mal raten, geht hier an die Schule und abonniert mich auf Instagram. Instagram hat Vorrang, aber danach kommt die Schule. Wir sind der Sanitätsdienst, wir sind dafür zuständig, sämtliche medizinischen Notfälle hier auf dem ganzen Gelände zu versorgen. Dazu zählen beispielsweise jetzt Artisten, die sich während den Vorstellungen verletzt haben, oder auch Budenbetreiber oder derartiges. Wir haben ein paar Schnittwunden die letzte Zeit so gehabt, aber bisher ist alles ruhig und alles verläuft friedlich. Ja, heute ist ein Scheißtag, weil heute ist der letzte Zirkustag. Schon dreckig. Antika! Jetzt gleich Finale. Und dann laufen wir alle nochmal durch. Ja, und das ist voll schade, weil es vorbei ist. Ja. Es war schon ein saugeiler Zirkus. Also ohne die Person neben mir wäre es natürlich noch cooler gewesen, aber ich muss einfach insgesamt sagen, geiler Zirkus, geiles Seminar und geiler Seminarleiter. Kaga ist ein cooler Typ. Seht ihr noch? Tja, der Zirkus 2018 wird auf jeden Fall ewig unvergessen bleiben. Es war der geilste Zirkus ever und deswegen ist auch jetzt auch Wehmut. Einfach Wehmut. Und gleichzeitig ist man auch wahnsinnig erleichtert, dass alles mehr oder weniger gut rumgegangen ist und alles gut gelaufen ist. Und ich hatte die geilste Mannschaft der Welt, also wirklich. Wir hatten den geilsten Zirkus ever, das meine ich ernst.
Von der Zirkus lebt. Es ist nicht einer, es sind nicht ein paar. Es ist die Tatsache, dass alle sich einbringen können. Und wenn sich so viele einbringen, dann entsteht so ein geiles Projekt. Das ist Zirkus.